Willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr habt gerade gesehen, wie ich hier eine Waschmaschine angestellt habe. Mal was ganz anderes. Ich dachte, ich mache mal so ein Video über Haushalt, Alltagsleben, Baustelle, Real Life auf der Baustelle, wie es so ein bisschen hinter den Kulissen zugeht. Der Henning ist jetzt gerade oben noch am Arbeiten, also ich werde ein bisschen Baustelle zeigen, Bauvlog und geteilt mit Haushalt, weil ich muss jetzt was essen. Und da nehme ich euch jetzt mit. So, ich habe den Henning mal ausnahmsweise eine Pizza in den Ofen gemacht, sonst koche ich jeden Tag frisch, also wirklich jeden Tag. Ja, ab und zu gibt es halt nochmal eine Pizza bei uns. Ich will das in Zukunft aber umstellen, sobald hier die Baustelle fertig ist. Also wenn wir oben spätestens die Küche haben mit Spülmaschine, ein großer Kühlschrank, ein großes Gefrierfach, will ich wieder vorkochen auch und einfrieren, weil so wie das jetzt hier ist, ist es nicht so ideal. Aber was will man machen? Wir sind jetzt seit einem Jahr dabei. Ich bemühe mich trotzdem. Vielleicht kennt ihr das. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Mich interessiert das, wie ihr das macht, so mit der Kocherei, Einkauferei auf der Baustelle. Vielleicht gibt es ja Leute, die auch so ein Bauprojekt machen wie wir. Und ja, die schon einige Jahre eventuell dabei sind. Schreibt mal gerne rein. So, die wird jetzt einmal geschnitten hier, eine leckere Salami-Pizza. Genau, die riecht so gut. Für mich gibt es keine Pizza heute, ich will ein bisschen drauf verzichten, aber der Henning hat sich das gewünscht. Was ich auch letztens rausgefunden habe, ich schneide jetzt gerade die Pizza, was richtig praktisch ist, ist, ich koche ja gerne vor für so 2 Tage. Und da habe ich rausgefunden, dass das voll praktisch ist, wenn man so einen Eintopf kocht. Zum Beispiel Linseneintopf, Bohneneintopf, jegliche Gemüseeintöpfe mit Würstchen noch irgendwie rein oder sowas, was also Fleisch, was so noch ein bisschen sättigt. Das finde ich ganz cool. Und ich liebe Eintöpfe, besonders abends esse ich gerne auch Suppen. Da kommt sie, die Pizza für den Henning. Ho, sie duftet. Aha. Das ging jetzt voll schnell. Ich bin innerhalb von 7 Minuten also fertig. Ist noch sehr heiß, pass auf. Ich warte noch. Ich glaube, du musst es mit nach unten nehmen. Ja. Genau, weil der Henning ist jetzt auch hier fertig. Und ich wollte mal ganz kurz zeigen hier, was die letzten 2 Tage hier so abging. Fertig. Fertig, komplette Küche? Ja. Oh, cool. Hast du schon erklärt, was wir hier planen? Ja, letztes Mal. Ah ja, okay, gut. Habe ich schon erklärt, ja. Und man sieht halt hier auch schon, das ist jetzt hier alles gelegte Leitung. Ja. Ich hätte fast das Kabel für das Rollo vergessen. Oh. Aber hier oben ist es jetzt. Ah ja. Und hier ist jetzt auch zugemauert worden. Ja. Und im oben Kinderzimmer dasselbe. Da war ja so eine, wie sagt man, so ein Loch. Ja, und hier oben kommt dann in Zukunft eine Hängelampe hin. Ja, habe ich ja schon beim letzten Mal erklärt. Das ist das Kabel für die Lampe und hier ist das Kabel für die Spots. Muss noch am Internet, müssen wir uns ein paar Ideen. Ach, das ist auch alles so zerstreut, hier ist alles so Kuddelmuddel. Also hier kommen ja überwiegend Spots hin. Hier über den Tisch, wie gesagt, eine Hängelampe. Und was hat mir jetzt hier gesagt, Henning, im Wohnzimmer? Das wird ja ein Stück abgehangen. Und hier, da kommen ja auch Spots rein. Im Wohnzimmer sind wir voll am Übertreiben. Ja, da geht es richtig ab. Das haben wir vorher Deckenlampe. 2 Spots oder 3, die auf diese Wand machen, leuchten ja sollen, weil da kommen Vitrinen rein. Ja. Dann in diesen Balken kommen Spots rein. Ja, haben wir schon gesagt, genau. Und hier kommt noch eine separate Beleuchtung und wir wollen einmal rundum, weil das hatten wir in der alten Wohnung. Mhm. Das war extrem viel, aber warum nicht? Ja, Special Effects, wenn man schon ein Haus hat, ne? Genau, weil wir sind die letzten Jahre relativ viel umgezogen. Wenn ihr dazu ein Video wollt, die letzten Jahre, was wir da so gemacht haben, das ist eigentlich eine gute Idee. Könnten wir auch mal machen. Also wie es dazu kam, dass wir dann hier hingezogen sind und ja, wie wir früher gewohnt haben, wie groß, exakt wie klein das war, auf engen Raum, genau. Und da hatten wir halt in einer Wohnung, wo wir halt waren, unsere erste gemeinsame Wohnung, hatten wir eine Rundumbeleuchtung im Zimmer und das war richtig schön. Das war eine indirekte Beleuchtung mit Stuckverzierung. Voll die Arbeit. Ja, und das wollen wir halt hier auch machen, das war richtig viel Arbeit, das weiß ich noch, das war so Stuckoptik aus Styropor und das haben wir dann noch weiß gestrichen
Und da war dann so eine LED-Leiste drin und im Badezimmer auch hinterm Spiegel. Das war voll schön. Wenn ich ein Foto finde, dann blende ich das mal hier ein. Wir haben sogar ein Video von der Badezimmer oder Video, ja. Boah, wie lange ist das her? 2015 war das, ja. Ja, sind schon sehr lang zusammen. Genau. Die Vögel haben damals immer in den Stuckleisten gesessen und haben die Löcher reingeknackt. Ja, da muss man echt aufpassen, fressen einiges an. Ja, und ich würde sagen, für heute machen wir Feierabend und ich melde mich die Tage wieder. Guten Appetit. Hallo, es ist schon der nächste Tag. Halli muss niesen. Hinter den Kulissen, ne? Zwischen Baustelle und Alltag. Ich sitze hier gerade auf dem Boden. Und was mache ich hier? Ich räume hier ein bisschen mein ganzes Nähchaos auf. Also so Schnittmuster und alles, was ich so fürs Nähen brauche. Ich kann euch das mal kurz zeigen, für diejenigen, die es vielleicht interessiert. Hier habe ich jetzt alles mal, weil das war alles lose. Und dann habe ich das jetzt einmal ordentlich hier einsortiert. Und alles Schnittmuster. Ich habe noch viel mehr. Ich habe noch mehr auf den Laptop gespeichert und dann drucke ich die halt immer gerne aus. Und dann hefte ich die ein. Voll die schönen Sachen dabei. Ist hier irgendjemand von euch, der auch nähen kann? Oder, also ich nähe jetzt eigentlich ausschließlich Baby- und Kinderkleidung. Und sag mir mal gerne, weil ich finde das immer voll cool, wenn man sich so ein bisschen austauschen kann, dass man so viele Schnittmuster hat. Hier alles so, das ist mein Lieblingsschnittmuster eigentlich. Da nähe ich ganz viel mit. Und hier alles so Sachen. Halstücher kommen auch mal gut an. Das habe ich hier alles einsortiert. So, ich mache hier noch ein bisschen weiter. Ich mag das immer, wenn es aufgeräumt ist. Dann kann ich besser schlafen. Ja, aber ich will den nächsten Tag jetzt nochmal was nähen. Ich habe übrigens auf YouTube noch einen anderen Kanal, da ist Kleine Stupsnase, den habe ich ja immer in meiner Beschreibung verlinkt, in der Infobox. Könnt ihr mal reinschauen. Da habe ich dann auch so ein paar Videos. Und da wollte ich demnächst nochmal ein Video machen, weil ich habe jetzt schon so ein bisschen fleißig genäht. Und da hatte ich letztens einen Auftrag. Ich habe es beim letzten Mal, glaube ich, gezeigt, beim letzten Video. Aber ich wollte es halt einfach nochmal separieren auf meinem Näh-Account quasi zeigen, dass ihr da Bescheid wisst. Und ich habe jetzt hier letztens auch schon angefangen. Ich hatte nämlich neue Stoffe bestellt, aber ich zeige es jetzt hier auf dem Kanal auch nochmal. Da habe ich noch richtig süße Mütze genäht hier. Hier sieht man auch kleine Stupsnase, ist jetzt leider spiegelverkehrt. Ich muss die Kamera jetzt mal rumdrehen. Aber ihr könnt es ja erkennen. Richtig süß, ey. Ich habe übrigens schon 3 Kisten genäht. Also unsere Kinder werden genug Kleidung haben. Und das ist auch richtig süß. Dann habe ich hier noch so eine Leggings. Die habe ich genäht. Vielleicht sucht ja jemand gerade was. Ein Geschenk oder so. Fürs eigene Kind oder fürs Enkelkind oder zum Geburtstag, was auch immer, sag mir Bescheid, ich habe wirklich genug Stoffe. Und hier, da könnt ihr jetzt schon nichts mit anfangen. Das ist jetzt schon, das wird mal an den Leggings so. Und das ist voll süß mit so Mäusen drauf, oh, voll goldig. Das ist so ein Jersey-Stoff und es wird halt wie gesagt eine Leggings. Und dann noch so eine andere aus demselben Stoff wie die Mütze eben. Da wird auch eine Leggings draus genäht. Und das bekommt ihr dann auf meinem Kanal, Kleine Stupsnase, demnächst zu sehen. Hier sind noch andere Schnittmuster. Die benutze ich momentan gerade viel. Ich gucke halt immer, dass ich von jeder Größe so, zum Beispiel hier, das ist ein Schnittmuster von so einer Hose, dass ich von jeder Größe zum Beispiel 10 Hosen von dieser Art nähe und dann mal wieder 7 Oberteile oder so. Ja, und Bodies nähe ich auch gerne. Ich kann eigentlich fast alles nähen. Ja, habe schon jetzt alles geübt fleißig. Und ich mache das jetzt seit ein paar Jahren. Und ich habe da immer noch Freude dran.
noch ein Stück Muster, muss ich gleich einsortieren. Etiketten aus, wenn sie noch nicht vernäht sind. So, und dann werden die einmal gefaltet und dann halt ins Kleidungsstück eingenäht und dann passt das voll cool. Die sind auch richtig gut von der Qualität, schon dick, finde ich. So, also da stehen halt meine Daten drauf und das will ich hier nicht auf YouTube zeigen. Aber hier oben ist auch kleine Stücksnase und das wird dann auch einmal gefaltet und dann kommt das ins Kleidungsstück rein. Also da sind halt Angaben drauf, wie man die Kleidung waschen soll. Und ich darf auch nur Artikel verkaufen, weil ich mache es ja wie gesagt gewerblich, wenn man logischerweise ein Etikett hat, ne? Das ist ganz wichtig, dass man es macht. So, ich bin jetzt durch. Das mache ich jetzt gleich mal hier alles zu. So. Den habe ich jetzt beschriftet. Und hier ist auch meine Box. Die habe ich jetzt auch mal ein bisschen sortiert. Da habe ich jetzt hier meine ganzen Druckknöpfe. Das macht auch richtig Spaß, damit zu nähen. Für, wie gesagt, Bodies zum Beispiel benutze ich die. Dann habe ich hier noch Nähgarn. Noch so Plastikdruckknöpfe. Dann hier so andere Knöpfe zum Drannähen. Auch richtig schick. Die heißen Kokosknöpfe. Dann habe ich hier unter anderem auch dunkelblaues Garn für dunklere Kleidung. Und dann hier, ich liebe die. Kennt die jemand? Das ist eine Druckzange für die Druckknöpfe, damit man die da dran machen kann an die Kleidung. Richtig cool. Ja, hier, so sieht man Handmade Label aus. Das kommt dann da auf die Kleidung, wenn man die verpackt, hier mit diesem Band. Ja. Wie halt so eine typische Box aussieht, ne? Fürs Nähen. So, das war es jetzt zu meinem Teil. Hier stehen übrigens die Nähmaschinen. Ich bin froh, wenn ich Oma ein Nähzimmer habe. Also, ich habe schon vorhin auch nochmal zum Handy gesagt, ja, ich tue alles dafür. Also ich kann ja auch viel mithelfen hier auf der Baustelle, dass wir oben halt fertig werden. Und ich möchte auch so schnell wie es geht halt oben im Nähzimmer, also Kinderzimmer, das Zimmer fertig machen, damit ich wieder einen anständigen Platz habe und wieder in Ruhe nähen kann, also mit schön viel Platz. Da kann ich auch am besten so arbeiten. Ne, Henning? Mhm. Und der Henning, der sitzt hier und macht gerade ein bisschen Papierkram. Das muss auch sein. Hier sind einfach nur so ein paar Belege, ja, hinter den Kulissen, ne? Ich zeig mal nicht den Laptop. Da sitzt er jeden Abend fast und macht so ein bisschen Papierkram, damit wir da immer so einen Überblick haben. Aus dem Bettbüro. Aus dem Bettbüro. Ja, es ist halt schön warm. Den Raum kennt ihr ja. Hier wohnen wir aktuell. Ja, ich zeig nicht zu viel. Ja, und bald haben wir ein eigenes Büro. Es blendet hier echt. Und dann wird das auch wieder alles mal schön ordentlicher. Und die zwei Kleinen. Na, wollt ihr auch was sagen, ihr Süßen? Ja, ist schon jetzt Abendmodus. Das Licht ist auch nicht mehr so gut, tut mir leid. Aber ich wollte, wie gesagt, einfach mal so hinter den Kulissen zeigen, was wir so abends machen. Das ist jetzt mal so ein typischer Abend. Manchmal koche ich auch noch was oder hier macht das Geschirr weg. Das habe ich jetzt vorhin schon erledigt. Ich würde sagen, ich melde mich übermorgen wieder, weil dann ist Wochenende und dann kriegen wir Unterstützung ein bisschen im Haus. Und dann geht es auch weiter.
Henning hat jetzt. Henning erklärt jetzt gerade, was wir heute vorhaben. Haben jetzt gerade gegessen und es ist sehr, sehr chaotisch, weil ich war ein paar Tage bei meinen Eltern. Wir machen jetzt weiter. Und was hast du vor? Die Musik oben läuft schon. Ja, aber der Plan ist ganz simpel. Oben will ich heute im Wohnzimmer die Elektrik fertig machen. Ich schätze, ich brauche da noch ungefähr 3 Stunden für, weil dann ist in jedem Zimmer die Elektrik fertig. Dann kommt noch ein Kabel, muss noch verlegt werden im Treppenhaus, dann ist es auch fertig. Und danach will ich mich hier noch mal ein bisschen beschäftigen mit unserem Bereich, wo der Eingang ist, weil das ziemlich... Nochmal neu. Danach will ich mich hier vorne beschäftigen mit dem Anschlussraum und dem Keller daneben, weil da mittlerweile so viele Sachen rumstehen, das macht dann halt keinen Spaß mehr zu arbeiten, weil der Bereich, wo man immer durchgeht, der muss sauber bleiben. Das haben wir wirklich gelernt. Ja, genau. Das ist weil doof. Sonst das ätzt am meisten ab. Die Wege, die man täglich benutzt, da darf wirklich nichts rumstehen, weil man läuft jeden Tag da drüber. Man kann das ja alles irgendwo in einen Raum stellen, wo man nicht hin muss. Ja. Genau. Ja. Und deswegen räumen wir den gleich auf. Da ist auch noch unsere alte Küche drin. Ich war jetzt gerade im Überlegen, ob ich die einfach in Müll tue. Ich würde die vielleicht irgendwann nochmal brauchen in einem Jahr, wenn wir mal im Garten hinten ein Gartenhäuschen machen, aber sonst steht die mir halt ewig im Weg. Ne? Ja, die ist 3 Meter lang, die Platte. Ja. Und ich schiebe die schon jetzt zum 3. Mal von links nach rechts. Letztens ist sie nachts übrigens einfach umgekippt. Die scheiß Platte, die ist einfach eingeknickt, weggefetzt. Da oben standen die Sachen drüber, alles zur Seite gerutscht. Naja. Ja, genau, das machen wir. Und ich war übrigens beim Friseur endlich mal. Die fühlen sich richtig gut an, die sind ein Stück kürzer. Und wir haben hier so kalkhaltiges Wasser, das wollen wir auch noch ändern. Weil da, ich habe meine Eltern besucht und die haben super weiches Wasser da, wo die wohnen. Und das merke ich jedes Mal an den Haaren, das ist krass, ne? Und an der Haut. Habt ihr auch hartes Wasser? Mich würde das echt mal interessieren, und was ihr dagegen macht. Weil wir suchen so einen Filter fürs Haus, die gibt's ja. Wenigstens eine Filteranlage, die funktionieren mit Salz. Das ist so ein Kasten, der wird aufgestellt. Enthärtungsanlage, genau. Ja. Da geht das Wasser rein, irgendwie durch das Salz. Ich habe das mal durchgelesen. Wird auf jeden Fall die Wasserhärte verringert. Ja. Und bisher dachten wir, das geht nicht, weil der braucht einen Abwasseranschluss, dieser Kasten. Mhm. Weil der quasi den Rest immer wieder ins Abwasser reinlässt. Mhm. Und wir haben hier im Anschlussraum kein Abwasser. Aber ich habe ja die Hauptwasserleitung in den Nebenkeller gelegt. Und da ist eine Abwasserleitung, also können wir das vielleicht sogar benutzen. Ja. Dann hat man automatisch in jedem Wasserhahn, in jeder Dusche, überall... Dann hat man automatisch an jedem Wasserhahn überall im ganzen Haushalt weiches Wasser. Ja. Das wäre super und hat auch so ein bisschen Reinigung. Man weiß ja nicht, was da im Wasser alles drin ist und ich achte da immer so ein bisschen drauf. Ja, ja, auf jeden Fall merke ich das an meinen Haaren. Also das, mich nervt das einfach so als Frau, wenn die so porös werden. Ja genau, anyway. So. Jetzt geht's los, weil ich muss ja auch noch jetzt ein bisschen aufräumen. So, Henning zieht jetzt hier die Schuhe an. Hier steht übrigens auch noch Glasmüll, den muss ich wegbringen. Tschüss, bis gleich. Ja, voll das Chaos, naja. Wie gesagt, hinter den Kulissen, ne? Hier steht auch noch einiges rum. Ich war, wie gesagt, bei meinen Eltern. Den Trockner muss ich noch ausräumen. Und die Vögel streiten wieder. Ja, darf ich euch gar nicht zeigen, aber egal. So, der Henning, der legt jetzt oben los. Ich höre schon die Musik. Und ich mache noch ein bisschen Class Shift, dass es nicht so chaotisch ist. Die zwei, wenn ihr das sehen könntet, ihr lacht euch kaputt. Jetzt tanken die sich um die Hirse. Die lieben das ja. Und die eine... Ja, die hängt jetzt hier, ne? Ja, kommt doch her. Komm, ich gebe euch die Hirse. Ja, komm, auf. Du musst es jetzt aber auch essen hier. Komm. Nein, sie hat Angst. Du wolltest sie doch eben noch. Ja, okay. Du, Q, komm mal her. Komm. Ja, auf. Trau dich. Sonst fliegen die immer auf die Hand, aber manchmal haben sie irgendwie Angst. Ja, auf, komm. Hm? Oh, wie süß. Oh, jetzt traut er sich. Ja. Keine Gefahr von außen, ne? Ja, Luna, jetzt musst du rauskommen. Komm. Die sitzt da manchmal und traut sich nicht so. Also die Weibchen, die sind ein bisschen schüchterner, ne? Na gut, ich kann dich ja nicht zwingen. Ja, also die Vögel wollen natürlich auch beschäftigt werden. Deshalb zeige ich das jetzt hier auch. Ich spiele auch viel mit denen. Mal locker, also boah, 1 Stunde am Tag bestimmt. Das ist mir sehr wichtig. Ja, weil die kommen ja irgendwann hoch ins Wohnzimmer wahrscheinlich. Und das ist ja auch nur eine vorübergehende Lösung hier. Thank you.
aus der dunklen Kammer. Es ist kalt. Es ist richtig kalt hier drin. Ihr kennt den Raum hier, glaube ich, aus den anderen Videos. Das ist unser, ja, ich sag mal, Vorratsraum. Da haben wir ganz viel Essen gebunkert. Und hier auch. Das Gute ist wirklich, muss ich sagen, wenn wir hier Lebensmittel lagern, Gemüse, Zitronen, alles mögliche, Orangen, die halten echt so lange, und Kartoffeln. Und früher, wenn ich die in der Küche so da liegen gelassen habe, bei Zimmertemperatur, dann wurde das sofort schlecht. Und ich muss hier gerade noch ein bisschen was wegräumen. Also ein paar Sachen hier ins Regal. Und dann gehe ich auch endlich raus, weil ich muss noch ein bisschen Holz zersägen. Der Henning hat nämlich eine neue Säge. Und dann kann ich ihn da auch unterstützen. Hennings neues Spielzeug. Spielzeug verhext. So, und damit werde ich jetzt Holz zerkleinern draußen. Freue mich. Ja, eher für die Paletten jetzt, nicht für so. Ja, draußen für die Holzpaletten. Yay, jetzt gehen wir mal raus. Eigentlich, ich würde mir die Paletten immer so hinstellen, dass die. Aha. Das soll eigentlich gut funktionieren, ne? Mhm. Hui. Ja, geht auch fix, ne? Die Schüssel hier, ne? Die muss ich auch mal zusammenkehren. Ja. Boah, das ist echt. Da liegt noch ein Böller. Oh mein Gott. Ja, aber das Gute ist bei dem, im Gegensatz zu der Stichsäge, ne? Das ist ja so wie eine Stichsäge, weil das Blatt ist halt. Ja, so, dass du besser an die Kanten kommst, ne? Das ist typisches Lieblingsspielzeug von Amerikanern, ne? Die haben die immer in irgendwelchen Sendungen überall, um irgendwelche Sachen abzureißen. Ah ja? Die Rohre abschneiden. Okay, gut, dann fange ich mal an. Oh, wie schön, was ein schönes Bild, oder? Nee, ich hole gleich mal ein Stativ hoch. Ja. Ja, man kann die auch sperren, ja, ne? Nicht, dass du gefunden hast. Ah ja, das ist wie bei den anderen Maschinen. Ich freue mich schon, wenn ich wieder Hecken schneide. Das muss ich auch noch machen jetzt im März. Jetzt darf man Hecken schneiden. Hier, nimm mal und fang mal an, weil ich wieder reinmisst. Ja, leg los. Schon dick eingepackt. Ich habe jetzt eine Schubkarre voll schon mit Holz und mache gleich die nächste. Und der Henning macht in der Zeit die Löcher, die Kabel für die Kameras. Das ist gerade so lustig, genau. Geguckt. Ne, im Keller. Wir sind im Keller. Ich habe die Gelbsuche. Wir wollen Richtung Garten auf jeden Fall. Wir wollen ja Richtung Garten eine Kamera haben, dass man sieht, falls da mal jemand rumlaufen würde. Und da bohre ich jetzt gleich die Löcher vom Wohnzimmer aus durch die Fassade nach draußen. Ja. Geht man da hin. Kann sich voll gelb aus, wenn man die Folie im Gesicht hat. Ja. Wir wollen ja auch noch den Pool zum Beispiel haben. Mhm. Da muss eine Pumpe dran oder ein Teich oder eine Markise bewegbar mit Motor oder Lampen. Da lege ich ein siebenadriges Kabel nach draußen und dann kann man da auf jeden Fall später alles anschließen, wo man Bock drauf hat. Ja. Weil es gibt immer nichts Nervigeres, als wenn man nicht genug Leitung gelegt hat und alles ist verputzt. Und dann fällt einem das später irgendwann auf und muss dann das Aufputz legen. Deswegen. Ja. Dann kommt noch die Dämmung drauf hinterher. Ja.
So ist am entspanntesten. Mache ich draußen einen Verteilerkasten hin, da kann man jederzeit anschließen und 7 Kabel, das reicht immer ganz weit aus. Ja. Beziehungsweise 5 Sachen kann man dann anschließen, ja. Ja, das ist cool. Ja. Genau, ich habe jetzt gerade mal gesehen, hier beim Tageslicht, das habe ich noch gar nicht gezeigt, die sieht richtig gut aus hier, die Fensterbank. Das habe ich ja letztens erwähnt, da hat der Henning die aufgegossen, weil die war so schief. Also echt cool, es wird langsam. Und ja, jetzt ist er wieder reingegangen. Ich schmeiß hier weiter. Und der Container 40. Das sind die Kabel im Garten. Nein, ich will nur einfach die ausrollen, dass ich weiß, wie lang die sind. Mhm. Und ich muss die Kabel für das Büro durch die Decke vom Wohnzimmer legen. Ja, das haben wir vergessen. Ich die alle durch, ziehe die komplett lang. Ich brauche ungefähr 8 Meter, habe ich ausgerechnet, durch die Decke an der Wand runter und wieder nach rechts. Ja. Jetzt fällt mir gerade auf, dass ich noch 7 Meter über habe. Und ich werde das jetzt nochmal Neues kaufen muss. Ja. Ätzend, aber geht nicht. Oh, nervig. Ja. Scheiße. Das heißt, es reicht gar nicht bis ins Büro, ne? Bis ins Büro reicht's, aber nicht mehr für die Garage. Weil die Garage muss ich durch die Küche legen, die Kabel. Ach so. Ansonsten muss man die immer durch den Keller ziehen, da habe ich halt keinen Bock drauf. Weil dann müsstest du die durch alle Kellerräume ziehen, bis hoch, Loch buddeln, raus. So gehe ich lieber entspannt durch die Küche, durch die Garagenwand und dann rein. Okay. So, Container ist wieder so gut wie voll. Passt bis hinten hin. Das reicht erstmal. Müssen wir gleich absägen. Ja, was ich noch zeigen wollte, ist hier, da haben wir hier noch ein Stück nach vorne gemauert und das ist ein bisschen zu weit nach vorne. Und wir haben uns halt gedacht, okay, wir wollten eigentlich mal mindestens bis hier noch bis zur Linie absägen. Weil das ragt einfach zu sehr ins Zimmer rein, haben wir festgestellt. Ja, wenn hier um die Ecke geht. Ja, das geht nicht, das ist so krass. Aber das so nervt. War es leichter zu mauern. Dann kommen die Steine auch hoch und machen einen, haben wir mal ausgeklinkt. Ja. Damit die Mauer hält. Also sie hält. Die ist stabil, ja. Okay, Henning, ist klar. Ja, genau. Ja, ich hätte es ja eigentlich am liebsten gern bis hier gehabt, aber wie gesagt, der Henning meinte ja, es muss ungefähr so 1,20 breit sein, weil wir da sonst keine anständige Sitzecke hinmachen können. Weil wenn man nämlich den Stuhl mal hier hinstellt, dann kommt ja noch ein anderer. Also wie gesagt, da kommt halt eine Sitzbank hin und es wäre dann halt einfach zu eng. Und so will man auf jeden Fall nicht sitzen. Soll ja eine gemütliche Ecke werden, aber das kriegen wir schon hin, ne? Ja, und hier sind schon die ganzen Büchsen da drin für Strom. Da muss ich aber nochmal drüber. Die Wand ist fertig wegen dem Putz. Das war jetzt, ja, das ist jetzt alles schon ab. Da muss ich, glaube ich, nochmal checken hier. Wobei, ich glaube, da hat der Henning, sehe ich gerade, war da schon fleißig. Also Putz ist so gut wie abgeschlagen. Ja. Draußen wird es schon langsam dunkel. Ich mache jetzt auch Feierabend. Genau, und hier hat jetzt der Henning schon gebohrt für draußen, weil wir, wie gesagt, hier draußen auch Kameras hinmachen wollen. Beleuchtung und so. Ich freue mich richtig. Henning, ich bin echt stolz auf dich. Das hast du gut gemacht. Sieh dir mal rein, wie viele Kabel das sind. Ja, das ist Wahnsinn. Überall hier durch die ganze Decke. Gottes Willen. Aber die wird ja eh noch abgehangen. Haben Sie ein Glück, dass wir das mal an hier, ey. Das wäre echt nervig. Ja gut, aber guck mal, du legst halt jedes Mal die Schalter nach unten, weil ich habe benutzt dieses KNX-System, ist ja Smart Home. Man könnte natürlich diese Smart Home-Taster nehmen, die kosten irgendwie so 60 bis 80 Euro pro Stück für jeden Einzelnen. Dann kann man ein grünes Kabel legen, von einem Schalter zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Aber dann muss man diese Spezialtaster nehmen, die kosten halt echt viel Geld. Ja. Und wenn ich jedes Mal ein einzelnes Kabel lege, habe ich zwar relativ viel Kabel verbraucht, aber ich kann den billigen ganz normalen, das billigen hier Boah, das wird auch noch Arbeit, das ist also für Spachteln, ey. Boah. Das mache ich dann. Ja, dann kann ich die ganz normalen Taster verwenden. Die kosten, keine Ahnung, 3 Euro, 5 Euro statt 60 Euro. Hab dafür zwar wesentlich mehr Kabel. Guck mal, die ganzen grünen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück in dem Zimmer. Sonst wären es nur 2 gewesen. Wahnsinn, ey. Scheiß drauf. Ich habe die jetzt gekauft im Baumarkt. Da kosten 100 Meter 50 Euro. Wenn ich die online bestelle, zahle ich vielleicht sogar noch 45 oder 40. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon 4 Rollen verbraucht. 400 Meter. Oha. Von den grünen ungefähr. Das ist ein Datenkabel. Ja. Das blaue hier ist fürs Internet. Mhm. Hier ist nur ein Internetkabel drin, weil ich will den Bildschirm haben, wo ich anzeigen kann, wie die Temperatur vom Ofen im Keller in der Heizung ist. Dann weiß man nämlich, wann man wieder was nachlegen muss, ob der beim Wasserspeicher nämlich zu kalt wird. Und die Fußbodenheizung soll über den Ofen laufen. Ja, das ist cool. So cool als Lichtbild. Da kann man theoretisch auch die Kameras
anzeigen lassen. Ja, geil. Auf jeden Fall geil, ne? Mein Podcast. Ja, und ich mache das dann so. Ich kann das ja schon ein bisschen, dass ich dann hier das alles verputze. Das habe ich ja oben schon gemacht. Ja. So. Das wäre es jetzt erstmal hier, hä? Ja. Boah, die Klaustrophie rum. Ich helfe dir. Das Kabel und dann ziehen und wollen das anpassen. So, Feierabend für heute. Die dreckige Kleidung muss natürlich auch wieder gewaschen werden, ist ja klar. Und da mache ich jetzt gleich Waschmittel noch rein, sehr interessant. Das ist eigentlich immer so eine Routine, Henning, ne, abends. Wenn du auch von der Arbeit kommst, dann umziehen die Dreckwäsche in die Maschine. Ich hab schon, ich muss auch Waschmittel reinmachen. Soll ich deine Handschuhe auch noch reinknacken? Ja, tu mal alles rein. Reinknacken. Genau, wir melden uns morgen wieder. Das ist nämlich Samstag und dann geht es hier richtig ab. Ich mag den Samstag, das schaffen wir am meisten. Ein paar Tage später beim Essen. Ja, ja, hier sind noch die letzten Pfannkuchen und ein bisschen Puderzucker. Und dann ein bisschen Birkenzucker. War gut, Herr Lena. Ja, Xylit. Und ich esse noch hier so ein bisschen, sieht man jetzt nicht, eine überbackene Aubergine. Und ja, schon relativ spät. Wir haben jetzt 5:09 oder so. Ich mach grad die Kamera in die Hand. Genau. Der Henning ist oben wieder fleißig. Wir hätten nicht gedacht, dass es sich so zieht. Wir wollten eigentlich schon viel früher fertig werden mit der Elektrik. Aber es ist jetzt das letzte Zimmer, ne? Und dann kommt aber noch Treppenhaus, WC kommt, ne? Noch. Oh Mann, ja. Also wir sind in den letzten Zügen mit der Elektrik. Und Dachgeschoss. Dachgeschoss kommt natürlich auch noch irgendwann. mein Pfannkuchen brennt mir an. Guck mal schnell auf. Wir gehen gleich hoch und zeigen euch, wie jetzt der aktuelle Stand ist. So, meine Lieben, es ist schon nach 10. Der Henning, der ist so fleißig, echt. Letzte Steckdose hier verkabelt. Ja. Ein Seh, ich glaube, das muss noch verlängert werden. Ja. Also noch ein bisschen Arbeit. Aber beim nächsten Mal. Ups. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ja. Danke fürs Einschalten und habt's gut. Ciao. Bis dann. Ciao.